Bei der Marke Schnurrenberger. Ich arbeite beim SRF als Redakteur und Produzent, sowohl bei der Tagesschau am Vorabend und am 12. Uhr, sowie auch beim Eco-Tag auf der Wirtschaftsredaktion. Ich mache einen Master in Wirtschaftswissenschaft an der Uni Luzern mit der Vertiefung Politische Ökonomie. Wenn ich am Morgen zum Arbeiten komme, auf das, was ich mich am meisten freue, ist, dass wir jeden Tag mit anderen Inhalten zu kämpfen haben. Also die Welt dreht weiter und weiter und weiter und wir müssen dranbleiben, immer am Puls des Geschehens. Ein Skill, der mir dabei wirklich hilft, den ich an der Uni erlernt habe, ist, wie man die Studie liest und auch wie man in einer relativ kurzer Zeit die Essenz aus einer Studie herausbekommt. Den typischen Arbeitsalltag gibt es bei SRF und im Speziellen in den News eigentlich nicht, weil man arbeitet in so vielen verschiedenen Diensten für verschiedenste Sendungen und in verschiedensten Rollen. Und das macht es dann einerseits interessant, andererseits muss man natürlich auch maximal flexibel sein. Ein Fachwissen, das einem im alltäglichen Leben immer wieder hilft, ist natürlich der ganze Teil Causal Analysis, Statistik. Und bei mir jetzt speziell ist das auch im Arbeitsalltag der Fall, wenn nämlich ein Politiker kommt und eine Behauptung mal einfach in den Raum stellt von einer Kausalität, dann kann ich relativ schnell dann auch abschätzen, was ist jetzt das genau im Hintergrund, ist es eine Korrelation, ist es eine Kausalität und dann einmal mehr vielleicht auch eine kritische Rückfrage stellen. Was ich zum Arbeiten generell mal brauche, sind News, News und nochmal News. Also ich muss am Morgen informieren kommen. Und was ich dann als allererstes brauche am Morgen, ist ein Kaffee, weil sonst kann ich all die Informationen, die ich eigentlich generiert habe und am Generieren bin, gar nicht verarbeiten. Etwas am Studiengang Politische Ökonomie an der Universität Luzern, das ich sehr schätze, sind die praxisorientierten Seminare. Wir haben zum Beispiel ein Seminar zu Lobbying gehabt, wir haben eins zu Wirtschaftspolitik gehabt. Und da hat man wirklich in eine Welt eintauchen, die sehr, sehr nah wirklich auch am Alltag ist von unserer politischen Schweiz. Der ursprüngliche Grund, warum ich an die Uni Luzern wählte, ist der Studiengang Politische Ökonomie. Den gibt es so in der Schweiz sonst nie. Mein Alltag zwischen Studium und Arbeit, der geht eigentlich fließend ineinander rein, weil wenn ich zum Arbeiten komme, habe ich in der Regel am Morgen studiert und insofern ist das immer eigentlich miteinander verbunden. Wenn es sich irgendwie kombinieren lässt, dann würde ich unbedingt empfehlen, während dem Studium zu arbeiten. Das hilft euch beim Berufseinstieg, es hilft euch schon relativ früh abzuschätzen, wo ihr eigentlich hinwollt. Und es ist ganz nebenbei auch noch eine tolle Abwechslung zum Studium.